Oh ja, meine Freunde, Konnichiwa. Ich glaube, wir lieben alle Essen und dieses Video beweist, dass gutes Essen einfach mega geil ist. Das war übrigens im Liebesbier in Bayreuth. Da war ich mit meiner Mama und meiner Schwester und ihrem Freund essen und das war mega awesome. Und wer mal Bock auf sowas hat, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber im Endeffekt ist es jetzt nicht mehr so, dass ich sowas esse, sondern ich esse mittlerweile Joghurt, Quark, Milch, dazu eben ein bisschen Süßstoff und Eiweißpulver. Sowas ist jetzt zum Beispiel mein Frühstück aktuell. Das heißt nicht, dass ich nicht sündige. Ich sündige auch ab und zu, aber ja, so schaut es halt meistens aus. Aber es gibt natürlich auch Tage, an denen alles ein bisschen anders ausschaut, wie zum Beispiel mit dem Sport. Meistens will ich ja eigentlich jetzt immer mindestens eine halbe Stunde auf dem Rad verbringen, aber es gibt halt Tage, wie letzte Woche halt Gamescom. Da muss man das halt ein bisschen anders machen. Und wie das so ein Tag ist, da begleiche ich euch mal die ersten ein, zwei Tage, damit ihr das mal seht. Boah, Leute, ich bin so mega tot. Augenringe des Todes. Was los ist? 3 Uhr nachts. Und ich gehe jetzt noch mal kurz in die Dusche. Ich kriege nicht mal ein Wort raus. Ich gehe jetzt noch mal kurz unter die Dusche und dann fahre ich direkt los Richtung Köln. Und gebe mir mal die Gamescom. Ben, sei Dank. Bin gespannt. So, es ist jetzt 5.22 Uhr und ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich habe mittlerweile mega Hunger und habe mir einfach mal challenge-mäßig richtig gut Paprika zusammengeschnitten als Frühstück und die mampf ich jetzt. Ich habe mir außerdem auch Tomate, Mozzarella mit frischem Basilikum gemacht und bin so blöd und vergesse einfach mal die Gabel. Naja. Dann würde ich mal sagen, hier, das verrutscht schon wieder. Gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Langsam geht ganz langsam geht die Sonne auf. Juhu. So, da ich keine Kamera dabei habe, gehe ich wieder aufs Handy. Ich bin jetzt bei der Gamescom. Da ist Ben. Wo ist Ben? Das war's. Ja, wie hast denn du geschlafen überhaupt? Du warst ja gestern schon da. Wie warst du? Ja, beim Niklas im Bett geschlafen. Hey, gestern war cool, weil halt nicht so viel los war wie heute. Boah, da geht's jetzt los übrigens. Aber gestern war ganz cool eigentlich. Wir waren auch bei YouTube. Da kannst du dann auf 500.000 Abonnenten rein. Und ja, hat Spaß gemacht, weil ich auch 500.000 Abonnenten. Ich wollte gerade sagen, alles klar! Ich war halt drin. Und war ganz cool, weil die haben so ein Bällebad und haben auch. Das, was YouTuber brauchen, ist der ja saß da drin. So. Kelly, ja, ich komme rein. Oh, Kelly am Baden, der. Nee, und ja, nee, war ganz cool. Und die haben auch so Gaming-Plattformen gehabt und eine eigene Bar und so. Also echt nice. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch jetzt. Ja, warte mal. Telefon klingelt. Wer ruft an? Kann man das hier sehen? Benji TV. Der hat doch wieder nur Beef. Der Hi. Hat doch wieder nur Beef. Ben vor seiner Diät, vor der Challenge. Wirst du es vermissen eigentlich? Ich muss noch genießen, wie lang es geht. Nam, nam, nam. Und gleich noch ein Stück, ja. Er hat jetzt einfach 3 Stück gegessen. So, nachdem ich gestern einen wunderschönen, anstrengenden Tag hatte auf der Gamescom, der war aber auch wundertoll, bin ich abends noch zum King KF gefahren. Wie klein ich jetzt wirke, ey. Alter. Und er hat sich animieren lassen, mit mir joggen zu gehen. Ich wurde gezwungen. Ja. Los, komm, geh joggen. Und jetzt gehen wir erstmal joggen. Und so beginnen wir den Tag und so kann der Tag nur gut anfangen. Und dann drehen wir Videos, gell? Ja. Ey, ich hab Urlaub und muss so früh aufstehen. Das ist abartig. Alter, du bräuchtest. Ey, guck mal, wie die wackelt, die Kamera. Heftig! Das sind wir, die wackeln. Ja. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir 2 Tage ineinander joggen waren. Das war richtig geil. Und dann war ich auch noch am nächsten Tag in Bayreuth. Und das war Hammer. Da bin ich nach einem Mega-Regen noch gejoggt. Aber naja, das war es soweit für die Woche. Guckt mal, wie ich hin und her schaffe. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.